Willkommen erneut zurück in der Unterwelt. Ich will keine Zeit verlieren. Wir müssen Auron die Statue wiederbringen, die wir in Hades Kammer gefunden haben, denn die beherbergt seinen freien Willen. Er wird von Hades nämlich kontrolliert und ist gezwungen, gegen Herkules zu kämpfen. Und wenn wir ihm die Statue wiedergeben, dann müsste Auron wieder er selbst sein. Und dann legen wir uns natürlich noch mit Hades persönlich an. Also, fahr uns gefälligst darüber, du Spacko. Aha, Herkules winselt jetzt schon sicher um Gnade. Was, seid ihr auch hier, um Herkules verlieren zu sehen? Herkules helfen? Auf geht's. Now, finish him! Sora, Donald, Goofy. Auron! Why those little... Prisoner! What happened to our mutual agreement? I can give you a clean slate, but you gotta work with me. Maybe you didn't hear me. This is my story, and you're not part of it. Is over. I've played by the rules so far. Okay, I confess. I was hoping Wonder Boy would lose, but it was still a fair fight. Come on. Is that really so wrong? Huh? Really? A fair fight? Laugh, laugh, laugh all you want. Because the laughing is about to stop. You want to know why? Because now we're gonna play by my rules. I warned you right at the get-go. You don't compete, you lose the girl. No! Meg! Hang on! Looks like Wonder Boy has dropped out of the stand. Well, you've still got us to deal with. Oh, yeah. This is gonna be good. So, Gefährten nun ausgetauscht, Auron ist jetzt wieder in der Gruppe und da gucke ich gleich mal wegen den Abilities, sind die an bei ihm, sind die nicht an, sind natürlich alle nicht an, deswegen zack, 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 alles wieder eingeschalten. Kann ich ihm irgendwelche Items noch mitgeben, Potions, die jetzt gerade leer sind, bringt dann eigentlich nichts, da kriegst du lieber Äther zum Auffüllen. So, Schlachtengefährte, ich kann ihm irgendeine Rüstung geben. Ich würde sagen, bei ihm bringt der Feuergreif eigentlich am besten was, weil Hades greift damit Feuer an. Also bitteschön, dass er wenigstens irgendwas hat, um uns zu helfen. Und ja, ich glaube, diesmal lasse ich mal Donald lieber hier statt Goofy. Und so, Tagebuch kurz, Geschichte. Wir finden die Statue der Erinnerung aus Aurons schwerem Leben enthält, die jetzt in seinem Herzen fehlen. Und letztlich ist es wohl auch das, was ihn so stark gemacht hat. Genau. Und jetzt ist er ja wieder er selbst. Und jetzt kriegt Hades auf die Fresse. That's it. Farewell. Take that. We can't win. Because it's his underworld. Gee, then how do we beat him? I think a true hero should be able to help. But you...
I owe you one, Hades. I didn't hesitate to give my life for Meg's, and then I remembered. A true hero is measured by the strength of his heart. I'll never forget that again. Just no more crazy stunts. People always do crazy things when they're in love. What is so funny, you imbeciles? How dare you get a happy ending? How dare you? That's it. You won't stop a true hero. Take that. It's over. Farewell. Defending others. But now, there's no one left to protect. Maybe it's time I shaped my own story. Yeah, you deserve it, Orin. After everything you've been through. I suppose I should thank you. Not at all. Fine. I mean, sure, you could thank us a little. You should say what you mean. I guess I could spare a few words. Thanks for meddling. Hey, what's that mean? Erhalten Seelenwächter, besitzt große Angriffskraft und erhöht den Schaden, der durch Situationskommandos verursacht wird, um 50%. Thanks again, guys. You're the best. And still us from meddling. Oh, sounds like somebody's feathers are a little ruffled. I'm kidding. Thank you, Sora, Donald, Goofy. So where are you guys headed next? You know. You two lovebirds seem to be getting along just fine without us hanging around. Yeah, we gotta go! Uh-huh. Before we start meddling. Yep. Right. Are you turkeys trying to put me out of a job? If you keep acing every challenge, champ, who am I gonna train? Aw, you can't abandon me now, Phil.
I gotta be at the top of my game in case Hades shows up again. Hey, I mean, cool, you all set? Yeah, come on, Phil. How about it? Let me see now. Well, you're not wise enough. Not quite seasoned enough. Okay, okay, we get the hint. Look, kid, it's not my call. Fool. Course, if it was, you'd have no problem. I'd make you all heroes, in a heartbeat. Really? Say it again. On second thought, if those are your hero faces, you still got a lot of work to do. Hey, what do you mean? Go away! Phil! Leave me alone! See that? Well, what do you know? Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. So, damit hätten wir auch in der Arena des Olymps ein Happy End. Und ich weiß nicht, ob ich das nicht eh schon mal erwähnt habe, aber Hades ist mein absoluter Lieblings-Disney-Bösewicht. Ich finde den einfach cool, so von der Art, wie er sich gibt, wie er redet und so. Ist ein bisschen Comedy-mäßig und so. Und weil jetzt hier eine neue Episode hinzugefügt wird, gibt es wahrscheinlich noch einen weiteren neuen Cup, neben dem Cerberus-Cup wahrscheinlich. Kurz gucken, Episodenliste. Genau, der Titanen-Cup hat begonnen. Etwas ist seltsam an diesem Turnier, sprich mit Schwefel, um teilzunehmen. Wie gesagt, ich lasse mir mit diesen beiden Cups noch Zeit. Ich will mir zumindest so lange Zeit lassen, bis Sora endlich dieses Trotzkopf-Ability hat, weil das wird wirklich sehr wichtig sein, weil er sonst zu schnell ausgenockt wird. Wie gesagt, das Dickschädel ist ja nur, um gegen Kombos von Gegnern zu bestehen mit einem Lebenspunkt, aber Trotzkopf ist halt, wenn ein einzelner Angriff schon so stark ist und ihn auf Null drücken würde, dass ihm da dann auch nichts passiert, jedenfalls nicht so schnell, ne? Deswegen die zwei neuen Cups hier lassen wir noch. War jetzt gerade echt cool mit den Sternbild hier so im Hintergrund und naja, ein weiteres neues Schlüsselschwert gibt es. Das würde ich mir eigentlich ganz gerne nochmal kurz anschauen wollen. Warte mal, wir können ja trotzdem mal kurz nochmal hier landen. Damit ich das wenigstens ausrüsten kann. So, warte mal, kurz hier nochmal Wechsel. Auron kann jetzt wieder gehen. Come on! So, erstmal, genau. Items. Also, Truhe hier. Seelenwächter klingt vor allem sehr cool und vor allem, der hat eine ziemlich lange Reichweite. Das ist ein langes Schlüsselschwert. Ich hoffe, der ist endlich mal besser als Sterntreue. Ja, schon. Hat zwar nur einen Magiepunkt, was aber immer noch mehr ist wie bei Donnerrose, weil Donnerrose hat ja nur hat 0 Magie und 5 Angriff. Der hat 5 Angriff und 1 Magie und vor allem ist Donnerrose ein kurzes Schlüsselschwert, Seelenwächter ist lang und wie gesagt, Situationskommandos sind super wichtig bei zukünftigen Bosskämpfen. Deswegen werde ich den Seelenwächter auch einfach mal nehmen. So. Vor allem darf ich nicht vergessen, ich habe ja, glaube ich, schon zweimal das eigentliche Ability-Situationsboost so schon ausgerüstet. Das heißt, wenn ich das dreimal habe, machen alle meine Situationskommandos 150% mehr Schaden, oder? Weil sich das doch zusammen addiert. Das ist doch richtig geil. So, was ich aber machen könnte, ist zum Beispiel für die Meisterform statt den ewigen Kreis, könnte ich ja hier Sternentreue reintun. Dann erhöht das nämlich die Verweildauer in den Formen. Und bei Heldenform, Heldenwappen, da könnte ich ja den ewigen Kreis reingeben. So, dann habe ich das einfach mal so geändert. Dann Abilities. Sora hat das Neues schon wieder gelernt, obwohl ich keine AP mehr frei habe für ihn im Moment. Könnte ich noch die Magnetwelle. Löst einen mächtigen Combo-Abschlussangriff aus, der mehrere Gegner heranzieht, während Sora in der Luft ist. Je stärker die Magiekraft, desto höher der Schaden. Geht sich halt leider nicht mehr aus. Ich könnte den Luftmeuchler rausnehmen, aber ich warte einfach, bis ich wieder Abilitamine habe. Muss man sich vorstellen, ich habe schon 140 AP und das reicht noch nicht mal aus, um alle Abilities auszurüsten. Das ist echt krank. So, Geschichte, ja, Aurons Herz wieder komplettiert und so weiter. Pipapo Album, der Hades Cup, Hades Marionette, die Rückkehr des Helden und endlich Helden. Genau. Ein schönes Bild, aber echt jetzt hier.
Sora, Donald und Goofy werden in den Himmelsstand der wahren Helden erhoben. Das sieht echt geil aus. Das haben sie schön hinbekommen. Sieht echt toll aus. So, Aufgaben wird wahrscheinlich jetzt stehen hier, genau. Den Titanencup versuchen später. Alles später. Läuft mir nicht davon im Moment, das ist alles optional. So, Alter, das ist doch mal ein geiles Schlüsselschwert, oder? Das passt doch farblich eigentlich ganz gut zu Soras Ort. Für die dieses dunkle Rot und so, das sieht echt geil aus. Weil damals beim ersten Besuch habe ich ja kein neues Schlüsselschwert bekommen. Also man kann sagen, in jeder Welt, wo ich bei meinem ersten Besuch kein Schlüsselschwert bekommen habe, bekomme ich dafür beim zweiten eins, wenn ich das abgeschlossen habe. Das wird bei Agrabah und auch bei Halloween Town ebenfalls der Fall sein. Da werde ich jeweils ein neues Schlüsselschwert wieder bekommen. Was ich auch cool finde. So, was ich wie gesagt immer noch nicht checke, ist, wieso kann ich die High Potions, wieder High Potions kaufen, du Spacken, wieso hat der hat immer nur die normalen Potions im Angebot, das finde ich eigenartig, oder kommt das auf die Welt an, wo ich bin, naja, was soll's, so, zurück wieder auf die Weltenkarte, das war jetzt nur das auszurüsten, das Schlüsselschwert, und im nächsten Part geht es wieder zurück in eine meiner Lieblingswelten, die mir in dem Teil sogar noch besser gefällt, nämlich Agrabah, empfohlener Level 40, Halloween Town 41, deswegen kommt Agrabah als nächstes dran. Bis zum nächsten Mal wieder bei Kingdom Hearts 2. Es gibt immer noch viel zu tun in den anderen Welten. Und ich muss sagen, die zweite Episode in Agrabah ist auch ziemlich geil. Freut euch schon mal drauf. Bis dann. Tschüss.